Neue Woche, neuer Lounge und damit begrüße ich euch zum neuen Video, liebe Darts-Freunde. Vergangene Woche war Target dran, die haben ihre neuen Produkte vorgestellt und in dieser Woche hat WinMau nachgelegt. Ich werde auch heute die ganzen Produkte besprechen, euch meine Meinung dazu sagen und wir können uns auch wieder gerne in den Kommentaren darüber austauschen. Erst nochmal vielen Dank an die Leute, die unter dem letzten Video da kommentiert hatten. Das war wirklich ein schöner Austausch und auch wirklich sehr interessant, so euren Standpunkt zu den Produkten zu erfahren. Und auch viele haben das ein bisschen eher kritisiert, den Target Lounge. Fand ich sehr interessant. Und auch heute seid ihr wieder gerne dazu eingeladen, den Lounge zu loben, zu kritisieren. Bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Wir schauen uns jetzt mal die ganzen Produkte an. Und zum Schluss bekommt ihr, wie auch letzte Woche, ein kleines Fazit von mir, wo ich das Ganze nochmal für euch Revue passieren lasse. Also fangen wir an. Auf der Seite von WinMau angekommen, werfen wir jetzt einen Blick auf die Produkte und beginnen mit dem MVG Triology Dart. Den gibt es immer in verschiedenen Gewichten, auch als Soft Dart. Aber wir schauen uns mal die normale Variante an. Das ist ein typischer Van Gerven Dart in der typischen Van Gerven Machart, nur hier mit einer schwarz-silber-goldenen Beschichtung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ein schöner Dart. Auch die Flights passen sehr gut zum Rest dazu. Hat natürlich sehr Ähnlichkeit mit dem normalen silbernen Dart, den er auch selber spielt. Ich glaube nicht, dass er das spielt. Das ist halt vielleicht eher ein Fanprodukt. Wird sich, glaube ich, trotzdem gut verkaufen, weil Van Gerven zieht halt der Name. Also ein schönes Produkt und sowas gehört halt irgendwie auch immer dazu bei so einem WinMau Lounge. Wenn man von Taylor bei Target neue Darts bekommt, hat man hier halt immer MVG Darts dabei. Aber ist ja auch okay. Dann der Joe Cullen Ignition Serious Dart. Optisch eine Bombe, wie die Joe Cullen Darts allgemein von WinMau. Da hat man nochmal sich was anderes überlegt vom Design. Dieser typische Ringgrip bleibt in der Mitte erhalten. Jetzt ist er hier silber. Früher war der ja, glaube ich, rot gewesen hier. Und hier die, ich glaube, so eine Art Ringgrip ist das. Ich kenne mich immer mit den genauen Bezeichnungen nicht ganz so aus. Aber trotzdem sehr schön. Rot, schwarz, silber. Das ist wirklich eine coole Farbkombi. Richtig, richtig schick. Die Flights finde ich auch wieder sehr gelungen. Und Cullen einfach klasse. Das Stück hier hinten, muss ich sagen, finde ich nicht so schön. Also mit dem WinMau-Logo hier, das so gold ist, das oder sieht zumindest so aus hier, das passt irgendwie nicht ganz so dazu. Da hätte ich vielleicht hier irgendwie den Schaft dann schon anfangen lassen und dieses WinMau-Zeichen weggelassen. Aber ist nur meine Meinung. Trotzdem, richtig schicker Dart. Also das könnte ich mir vorstellen, auch mal zu reviewen. Der sieht nämlich Hammer aus, das ist bestimmt was Schönes für die Sammlung. Dann der UK Open-Sieger Danny Noppert mit der Freeze Edition. Ja, ein Dart, der mich so ein bisschen an, ich will es nicht falsch sagen, aber so ein bisschen sieht der aus wie der Keen Berry Dart. Aber nur ein bisschen, oder? Das kann auch sein, dass ich es jetzt verwechsle. Aber ein schöner Dart trotzdem, so in dem typischen Danny Noppert Design gehalten. Aber ich finde Noppert jetzt als Spieler nicht ganz so spannend, deshalb würde ich mir den, glaube ich, eher nicht zulegen. Trotzdem gefällt er mir sehr gut. Und dann haben wir Thibaut Tricol, der Franzose. Bekommt auch seinen eigenen Dart jetzt hier. So ein bisschen was man so von Brass Darts manchmal kennt. So diese Art von Grip hier. Ist nicht ganz mein Fall, der Dart hier. Wirkt auch so hier auf dem Bild, dass es ein sehr kurzes Barrel ist. Nicht mein Fall, aber wer jetzt irgendwie Thibaut Tricol-Fan ist oder dem so ein Dart liegt, der so vorne hinten so Grip hat, bestimmt sehr interessant. Dann Simon Whitlock, der World Cup-Sieger, auch in der World Cup of Darts Edition. Da hat er diese Darts hier, glaube ich, auch gespielt und da lohnt es sich natürlich für Australien da was rauszubringen. Gefällt mir sehr gut, diese Neon-Optik hier oder diese Regenbogen-Optik muss man immer mögen, aber finde ich nicht schlecht. Der Flight sieht auch sehr schick aus mit World Cup Edition hier hinten drauf, Wizard, sehr schön. Dann Nitin Kumar, der Inder, bekommt einen eigenen Dart, so ein bisschen auch, ein bisschen wie Thibaut Tricol auch hier, so mit Unterbrechung in der Mitte, wo du das Logo drin hast und dann so ein Grip nochmal außen. Hier hat man eher einen Ringgrip. Erinnert mich so ein bisschen an den Harrows
an meinen Harrow Super Grip Ultras, die spiele, so wie der Grip hier hinten aussieht. Interessant. Wirklich spannend, dass Nitin Kuma einen eigenen Dart hier bekommt von Winmo. Aber gut, er ist ja nicht bei der WM dabei in dem Jahr. Hat sich leider nicht qualifizieren können. Da ist jetzt jemand anders aus Indien dabei. Ja, nichts Besonderes jetzt der Dart, aber auf jeden Fall auch sehr interessant. Aurora Forsato, das ist ja eine junge Italienerin, die, glaube ich, 16 Jahre alt ist und auch auf der Development Tour so immer mal auf sich aufmerksam gemacht hat. Vielleicht so eine Hoffnung für das Darts in Italien, die du ja eigentlich sonst nur beim World Cup of Darts siehst. Vielleicht auch jetzt mal regelmäßiger dann auf der Women's Series immerhin. Ein sehr kleines Barrel, also der wirkt auch sehr klein, der Dart. Interessant, der Grip wäre jetzt bestimmt nicht meins so, weil, weiß ich nicht, irgendwie das, den müsste man mal in der Hand haben so, also so wie Wellen sieht das ja aus hier, interessant, würde ich mal in die Hand nehmen und probieren, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, der liegt mir eher nicht so. Dann den Valhalla Dart, das sieht wirklich aus wie irgend so ein Dart von dem Belgier, von den Farben her. Auch hier Ringgripzone in der Mitte, dann nochmal eine andere Gripzone. Ja, ein schöner Dart und ja, gefällt mir einfach. Dann haben wir Diablo Dart, das ist auch ein eher einfacher Dart vom Design her, aber ich finde, was ich bei Winmo hier allgemein sagen muss, dass die Farben immer sehr, sehr schick sind. Klar, Beschichtung nutze ich immer ab mit der Zeit. Aber das gefällt mir wirklich sehr gut. Auch die Flights hier wieder, Bombe. Also man gibt sich wirklich Mühe. Ja, großes Lob. Dann gibt es den Diablo noch in einer anderen Version. So ein bisschen mit einer bauchigen Form. Als nächstes der Poseidon Dart. Der sieht aus, als hätte der richtig, richtig gut Grip. Würde ich bestimmt gerne mal probieren, diesen Dart. Gefällt mir. Dann haben wir den Maverick. Auch das ist so eine Form, die hinten, also vorne wird er ein bisschen dicker, so leicht tropfenförmig sogar. Und hinten dann ein bisschen dünner. Der Dart, auch sehr schick, diesmal ohne Beschichtung, aber auch ein schöner Dart. Der Blackout Dart erinnert mich so ein bisschen an den Dart von Gary Anderson, an den Noir Dart, den es da mal gab. Auch so von den Flights her, so die Farben, das hat da so ein paar Ähnlichkeiten, gefällt mir. Dann die Firestorms, da weiß ich gar nicht, gibt es da nicht schon so Firestorms oder so ähnliche Darts von, sind die von Winmo oder war das von Harrows? Aber ich meine, dass ich sowas schon mal in der Art gesehen habe. Die Farbgebung finde ich sehr schön, auch so ein bisschen hier der Verlauf davon. Da bin ich echt gespannt, wie das mal so in echt aussieht. Weil es ist ja immer noch ein Unterschied, ob du es jetzt auf dem Werbebild siehst oder ob du den wirklich in der Hand hast, den Dart. Sehr, sehr spannend. Und dann haben wir hier noch Mervyn King. Ist das jetzt nur ein neues Gewicht? Weil ich sehe jetzt erstmal hier keinen Unterschied. Habe ich ja auch schon reviewed, den Mervyn King Dart. Auch klasse Dart. Kleines Barrel für Leute, die wirklich vorne anfassen und auch gut Grip mögen, ist das auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Hier dann nochmal der Joe Cullen Dart. Das ist ein anderer Joe Cullen Dart, aber der ist, glaube ich, auch schon rausgekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt neue Gewichte sind oder ob das von einem älteren Launch ist. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ich meine, dass der schon länger draußen wäre. Aber auch das ein richtig schicker Dart. So, dann gab es noch so ein bisschen Zubehör. Da war jetzt nichts so Besonderes dabei. Man hat hier eher so den Fokus gelegt auf Darts. Diese Pro-Zone Stage, das ja, ist ganz schick. Nice to have, sage ich mal. Wer den Platz hat, kann sich das an die Wand bauen. Ich bräuchte es jetzt nicht. Dann hier noch eine Matte, dann alles Mögliche, eine Dartboard-Tasche und. Das ist bestimmt ganz cool so, wenn man irgendwie PDC, wenn man sein Training so ein bisschen an die PDC anpassen kann, wenn man dann den PDC Surround zu Hause verwenden kann. Das ist nice to have, sage ich mal. Das neue Winmo-Shirt finde ich ganz interessant, aber ich weiße T-Shirts haben natürlich immer so das Problem, du siehst halt jeden Fleck und ich spiele lieber mit schwarzen Shirts, aber ja, schönes T-Shirt trotzdem. Genau, dann gibt es hier noch Rezepte und Flights, auf die gehe ich jetzt aber nicht
Hein, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Schaut da einfach mal selber, was da für euch dabei war. Jetzt gibt es noch ein kleines abschließendes Fazit und dann hören wir uns jetzt gleich wieder. Im Vergleich zu Target ist es ein ganz anderer Launch gewesen. Man hat bei WinMow mehr den Fokus gesetzt auf Darts, anstatt auf irgendein System. Man hatte ja bei Target das Mod-System, was vorgestellt wurde. Und zwar so ein paar vereinzelte Darts, aber das waren, wie ich das auch schon gesagt hatte letzte Woche, mehr Sammlerstücke. Und hier hat man wirklich sehr viele Spieler-Darts bei WinMo und das muss ich loben. Das hatte ich ja bei Tage so ein bisschen kritisiert, dass es so zu wenig Spieler-Darts gibt von aktuellen Spielern. Und da bekommt man hier mehr als genug. Auch so von Spielern aus der zweiten oder ja, dritten Reihe, so mit Thibaut Tricol, Nitin Kuma oder auch mit der Italienerin, die da einen Dart bekommen haben. Das ist cool. Also das ist wirklich cool, dass man solchen Spielern auch eine Plattform gibt, einen Dart rausbringt. Echt cool. Auch, dass, sag ich mal, verschiedene Preissegmente abgedeckt werden. Du hast also ja, ein bisschen günstigere Sachen dabei, aber du hast auch so ein bisschen Sammlerstücke dabei. Was für die Fans mit den Winmau-Darts von MVG, den neuen. Oder auch Joe Cullen mit seiner neuen Range. Da ist wirklich ein guter Mix gegeben und ich finde es gut, dass man sich auf die Spieler fokussiert hat und auf die Darts. Dafür ist ein Darts-Lounge da und dafür ist ein Darts-Hersteller da. Und WinMow hat ja sowieso jetzt schon mit dem Blade 6, was ja vor, müsste gut einem Jahr gewesen sein, rausgekommen ist, ja, da klasse vorgelegt, schon gehabt. Und jetzt kann man sich da auch mehr auf Darts, auf die Darts fokussieren, das hat man super gemacht. Was sonst noch so an Zubehör rausgekommen ist, das sind so ein bisschen Kleinigkeiten gewesen, wie ich auch schon gesagt hatte, nice to have, aber der Fokus liegt auf Darts und da hat man hier wirklich einen super Job gemacht. Für mich der Joe Cullen Dart, das Highlight, da ist was richtig Gutes gelungen, optisch klasse und optisch sind auch die meisten Darts hier super. Es ist halt das Ding immer, Beschichtung nutzt sich ab, damit muss man halt leben. Dann, sonst muss man Darts ohne Beschichtung spielen. Aber das ist trotzdem klasse und ein großes Lob an Winmau von meiner Seite. Jetzt seid ihr gefragt, wie hat euch der Launch gefallen? Ab damit in die Kommentare. Würde mich wieder freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen können. Was waren eure Highlights? Was hat euch nicht gefallen? Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder mit einem, wie ich finde, interessanten Thema. Also dürft ihr gespannt sein. Und bis dahin, macht's gut, gute Darts und ciao.